So, und da sind wir zurück auf der Normandy. Und in dieser Folge werden wir, zuerst gehen wir mal in die Kapitänskabine. Und dort werden wir Panzerung spielen. Genau, da gehen wir rein und wir ziehen uns um. Wir ziehen uns um, zack. Eieieiei, da komme ich ja gar nicht mit klar. Meine Fresse, Alter. Ja, speichern und zurück. Geil. Boah, mit hochhackigen Schuhen auch noch? Ja, wirklich. Ist ja geil. Ah, ja. Jacqueline, die Retterin des Universums. Ah ja, was ich noch? Ich wollte eigentlich, ich habe hier mal wieder nachgeguckt, bevor ich die Aufnahme angefangen habe. Und habe hier etwas entdeckt, und zwar Spezialeinheiten. Ich habe mich ja im letzten Part darüber mokiert, dass wir die Rachnikönigin gerettet haben. Allerdings ist irgendwie ja keinen interessiert. Stimmt nicht, denn hier steht Shepard, die Allianzstreitkräfte sind über die ganze Galaxie verteilt. Wir brauchen ihre besonderen Talente bei einer Reihe von Operationen. Nee, Quatsch. Verflucht. Mist. Oh. What the f... Aber wo war's denn? Ach Mann, ich find's immer nicht. Ach, es ist hier immer markiert als noch nicht gelesen und sobald ich dann da draufklicke, verschwindet es irgendwo hier in der Ursuppe. Oh Mann, wieso kann man die nicht rauslöschen? Das ist doch mal echt scheiße. Ach, wo stand's denn jetzt wieder? Ah, Mann. Ich hab's gleich. Achtung, ich hab's gleich. Gleich hab ich's. Noch einen Moment Geduld. Ja, genau, hier war's. Antwort. Hinter dem Zeitplan. Admiral Hackett, abgesehen von einigen Problemen bei der anfänglichen Integration, haben die Rachni-Arbeiter die Produktion deutlich erhöht. Bis jetzt. Vielleicht legen wir zu wenig kulturelles Verständnis an den Tag, aber seit kurzem entfernen sich die Rachni immer öfter von ihren zugewiesenen Aufgaben oder stehen längere Zeit einfach nur bewegungslos herum. Da wir zudem nicht richtig mit ihnen kommunizieren können, ist dieses Verhalten überaus... Das Wort kenne ich nicht. Nee, das kenne ich nicht. Ah, echauffierend. Das Wort heißt echauffierend. Ja, die können die sich drüber aufregen, soll das heißen, ne? Okay, habe ich verstanden. Naja, ich brauche halt, ab und zu brauche ich ein bisschen länger. Ich muss betonen, dass ich bei dem Tegel-Projekt nicht über den Luxus einer großzügigen Terminvorgabe verfüge. Ein weiteres Team des Allianz Technik Corps kommt in 6 Tagen an und sie werden aufgrund dieser Unterbrechungen nicht wie geplant mit ihrer Arbeit beginnen können. Wir müssen rasch eine Lösung finden, hochachtungsvoll Dr. G. Locke, Chief Engineer Tegel-Projekt. Ja, toll, was denn jetzt nun? Haben wir es doch nicht so gut gemacht. Naja, ja, aber es geht ja auf jeden Fall nicht langsamer als ohne Rachni, oder? Das ist ja Humbug. Alter Verwalter, sehen wir scharf aus. Ja, was machen wir? Wir gehen zurück auf die Citadel. Ich spreche das jetzt ab und zu auch mal richtig aus. Nicht, dass die Welt irgendwie denkt, ich bin so blöd, um das auszusprechen. Ich finde aber irgendwie Citadel klingt tausendmal geiler. Durch die Sonne durch. Ja, da gucken wir irgendwann auch mal nach, was hier so geht. Jetzt geht's aber erstmal. Wo haben wir es denn? Hier. Zurück. Ja, hier so. Auf die Citadel und da werden wir. Andauern. Da werden wir Kaidan einen Krankenbesuch. Ja. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ja, unbedingt. Und zwar möchte ich. Ich muss zum Krankenhaus. Aha. In Ordnung. So. Thane ist auch wieder da. Thane und. Ein erneuter Besuch. Rüsper. Sehr schmeichelhaft. Ja, gell? Hab mich extra schick gemacht. Nur für dich. Guck mal her. Ah ne, das hatten wir alle schon, ne? Oh, okay. Alles Gute, Thane. Für Sie auch. Und keine Sorge. Ich habe gute Ärzte. Und meine Söhne besuchen mich. Vielleicht können wir ja über das Extranet Kontakt halten. Bis wir uns wiedersehen, Shepard. Der Assad
Ja, vielleicht. Aber nur vielleicht. Dr. Michelle. Aha. Ah! Ich werde nicht mehr. Chuck was! Alte Haut! Die kennen wir doch auch. Shepard, da sind Sie ja. Dr. Chuckwas. Hallo. Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shelter-Bezirk. Oh, du bist auch nicht jünger, ne? Admiral Hackett. Ich hörte, Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Das ist richtig. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Kaidan hat's schwer erwischt. Wie geht es ihm? Sehr gut, angesichts der Umstände. Major Alenkos Belastbarkeit und Dr. Michels Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Das kann man jetzt auch missverstehen. Ja, und? Alles fit? Es ist 6 Monate her. Wie ist es Ihnen ergangen? Gut, ich hatte Glück. Nach der Beschlagnahme der Normandy wusste die Allianz nichts mehr mit mir anzufangen. Ich gehörte nie offiziell zu Cerberus und war von meinem vorherigen Posten ordnungsgemäß freigestellt worden. Ja. Sie haben also nichts falsch gemacht, als Sie mir gegen die Kollektoren geholfen haben. Richtig. Aber hätte man Sie als Kriegsverbrecherin verurteilt, wäre ich als Komplizin angeklagt worden. Ja, also pass auf, kommst du mit? Wie schaut's aus? Ihr Platz ist auf der Normandy, genau. Nicht in einem Labor. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Ah, ja, cool. Ne, kommst du mit? Komm. Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Genau. Holen Sie Ihre Sachen. Andockbucht D24. Genau. Jawohl, Commander. Und danke. Bitte, bitte. Danken Sie mir nicht so früh. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. Ja. Da darfst du dich dann gleich mal drum kümmern. Ja, und mit Mordin, da stimmt auch irgendwas nicht. Der fängt an zu singen und führt Selbstgespräche. Das, nee, da ist auch, liegt einiges im Argen. Was ist... Naja. Boah, das macht mich kirre, dieses Licht. Was ist denn da oben? Was ist das? Was? Ah, Patientenlounge. Asari, Wissenschaftlerin. Ja, zu dir komme ich dann gleich. Wo war's? Hier drin, glaube ich, gell? So, Kaidan. Ja, ich werde nicht mehr. Bist du schon wieder in der Senkrechten, ja? Hey, Shepard. Ja. Fürs Rausboxen ist es zu spät. Ich werde bald entlassen. Das ist gut. Naja. Sie wissen es vielleicht schon. Ich habe Odinas Angebot angenommen. Welches? Spectre Kaidan Alenko. Nicht wirklich. Das hört sich gut an. Nee, eigentlich nicht. Er ist der zweite Spectre der Menschen. Ja, toll. Ist eine große Sache. Oh. Udina glaubt, es wird trotz des Krieges eine große Zeremonie geben. Er sagt, Zeremonien bringen den Leuten Hoffnung und Abwechslung. Wo ist denn die Option, du Pfuscher? Die vermisse ich ja gerade. Geh mir nicht auf den Sack, wäre auch gut. Ich reiß dir den Kopf ab und... Nee. Na gut, dann... Sind Sie bereit für diese Verantwortung? Sie haben die Messlatte ganz schön hochgesetzt. Aber ich tue mein Bestes. Schon komisch. Auf dem Mars, fast gestorben. Die Beförderung durch Anderson. Spectre-Status. Das ist ja nichts für dich. Schreckliche Zeiten. Aber ich hatte Glück. Ja. Es gibt keinen geeigneteren Kandidaten. Naja. Das bedeutet mir viel. Ich bin froh. Ich will dienen. Vielleicht wollen Sie ja auf die Normandy. Darüber habe ich schon nachgedacht. Aber erst muss ich mal hier raus. Ein paar Sachen erledigen. Ich habe versucht, meine früheren Schüler aus der Biotikabteilung wiederzufinden. Und? Hast du gefunden? Mit Erfolg? Nein. Wahrscheinlich im Untergrund. Ja. Aber die tauchen schon wieder auf. Nö, die heben nur nicht ab, wenn du anrufst. Wenn sie finden, würden sie ihren Job schlecht machen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie draußen sind. Alles Gute, Spectre, Alenko. Viel Glück, Commander. Ach ja. Jetzt ist Kaidan Alenko Spectre. Auch ein bisschen ungewohnt. Gibt hier was? Nee. Ja, dann fällt mir noch was auf. Und zwar hochrige Schuhe hören sich doch nicht so an. Was ist das nun?
Ich nehme an, Sie suchen diese Prototypen? Hä? Sie haben sie gefunden? Danke. Diese Biotik-Upgrades werden viele Allianzleben retten. Wir beginnen sofort mit der Produktion. Hier, für Ihre Mühe. Hä? Was ist los? Bitte was? Spricht nicht durch. Hä? Oh Mann, mich dünkt, die Alte spricht im Fieber. Was? Geht ab? Was haben wir ihm jetzt? War das diese Suchen Sie einen auf der Zitadelle, der mit denen was anfangen kann? War das diese Sidequest da? Wahrscheinlich. Ja, okay. Ja, so kann's gehen. Ratzfatz haben wir hier, machen wir eine Sidequest nach der anderen. So, was geht mit dir? Ich habe Ihr Gespräch mitbekommen. Hä? Die Grissom Akademie existiert nicht mehr. Du hast Ihr Gespräch mitbekommen. Wenigstens einer. Ich hab nichts mitbekommen. Ja, Sie sind zwar auf die menschliche Physiognomie ausgerichtet, aber mit einigen Änderungen sollten Sie auch für Asari funktionieren. Was? Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Was denn? Danke. Was hast du gebraucht? Bestellen Sie Materialchen Aetheta, dass die Upgrades für unsere Jägerinnen bei ihrem nächsten Landgang schon auf Sie warten sollen. Nein, die Skalierung war ganz einfach. Ja. Okay, ja, haben wir ihr auch geholfen, sehr schön. Ich weiß zwar wieder nicht wie, aber... Wo war ich? Ah ja, hohe Schuhe. Die hören sie doch nicht so an, oder? Das klingt, als würde sie mit Gummistiefeln durch den Raum rennen. Oder? Mach das nicht mehr so. Willkommen bei Sirta. Nö. Danke, dass Sie bei uns eingekauft haben. Ich nicht. Ich hab nichts gekauft. Ich hab nichts gekauft. Ich hab nichts gekauft. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen was, ich wollte ja noch was machen. Präsidiumsunterhaus. Und zwar möchte ich gerne nochmal... Bin ich hier richtig? Ja, bin ich richtig. Bin ich hier? Nee, ich bin falsch. Verflucht. Aber nein, hier wollte ich auch noch was machen. Und zwar haben wir doch noch, wir suchen doch noch diesen einen Turianer suchen wir noch von dieser Sidequest zu unserer Area. Da suchen wir doch noch diesen Turianer. Und ich habe mir sagen lassen, dass der hier irgendwo rumhockt. Auf einer Bank oder so. Geh mal weg. Liara. Ja, Liara. Schön, dass du auch da bist. Dachmann! Oraka! Commander Shepard! Servus! Sind Sie General Oraka? Ich soll dich umbringen! Wieder im Dienst! Also voll, oder? Lall's doch! Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Oder nicht? Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. So, wieso nicht? Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Oh, der Rock ist. Oh, wir müssen uns schleunigst umziehen, ey. Da krieg ich nichts gebacken mehr. Das geht so einfach nicht. Oh, das könnt ihr doch nicht bringen, ey. Meine Fresse. Die Blue Suns können Ihnen das Leben schwer bis unmöglich machen. Der Tod checkt mich nicht. Pelleven liegt in Trümmern. Ja. Mein Volk stirbt. War ich dabei. Ich gebe nicht auf, was auch passiert. Du bist bestimmt der ganze Netter. Doch echt, du bist. Also, mit dir würde ich ja mal ein Bierchen trinken gehen, aber. Entschuldigen Sie mich. Ja. Schön, Sie wiederzusehen, Shepard. Ja. Der General nimmt keine Vernunft an. Ausschalten. Ein Versuch war's wert. Wann? Jetzt noch nicht, später dann. Okay, alles klar.
So, wollen wir nochmal mit Lyra quatschen? Wir quatschen nochmal mit Lyra. Ich wollte eigentlich ursprünglich, wo war sie denn jetzt wieder? Da unten auf der Bank, ne? Ich wollte eigentlich ursprünglich mal in dieses Waffenzimmer hier und gucken, ob wir vielleicht irgendwas von der Spectre-Ausrüstung uns mittlerweile leisten können. Aber das können wir dann am Morgen machen. So, Lyra, was geht? Komm, sprich mal mit mir. Noch bei der Arbeit? Schon wieder? Immer noch? Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen. Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Ja, da war ich dabei, ja. Ich habe das Präsidium kaum gesehen, bevor es halb zerstört war. Und nach dem Aufbau war schon wieder Zeit für die nächste Invasion. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Gute Idee, ja. Praktisch. Und danke. Gefällt mir. Alles mitnehmen. Sie könnten mal mit dem Volus Balavon in seinem Büro reden. Ja, mit denen, genau. Den haben wir doch auch schon gesehen. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Alles klar, das machen wir auch. Ja, aber dann im nächsten Part, quasi morgen. Und ja, bis dahin, tschüss.